Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3, wo wir nochmal. Nein, Geralt, hör auf, mal alles anzünden sofort. Das hatten wir vorhin schon, dass du ein kleiner Pyromane bist. Danke. So, alles mitnehmen. Er braucht das sowieso nicht mehr. Ist er jetzt tot? So. Alles klar. Da war nichts mehr. Da sind wir auf falsche Seite. Wir müssen nach da. So, das hatten wir ja schon alles. Nein, da, genau. Danke, Geralt. Oh, das haben wir vorhin gar. Nein! Andere Leiter, Geralt. Andere. Danke. Vielleicht sollten wir da mal mit Anlauf einfach runterspringen. Mit Anlauf. Okay, hat aber geklappt. So, dann gucken wir. Hallo? Geralt. Geralt, du musst da raufklettern, auf das Boot. Ach, doch nicht tauchen. Geralt, auftauchen. So, okay. Jetzt aber. So, gucken wir noch mal in kurz, wo wir genau hin müssen. Wir müssen ja da unten irgendwo hin. Das heißt, wir müssen die Ecke. So, einmal da weg. So, ein bisschen kaputt ist das Schiff jetzt ja, aber das stört uns reichlich wenig. So, dann wollen wir mal zu unserem nächsten Auftrag hin segeln. Triff dich mit Olgiers Golgi beim Tempel von Livani. Lilvani, okay. Ah, okay, wir können auch Gas geben. Okay, stimmt, das hat mir das letzte Mal auch rausgefunden. Ah. Aber richtig schön. Ja. Diese Richtung, siehst du. Aber wir sind ja gut unterwegs. Oh. Okay. Es verschwindet, dann taucht er wieder auf. Sehr schön. Sieht eher aus, als wenn das riesige Labellen. Ja. So ein riesiger Labello. Riesige Libellen sind. Da ist ein alter großer Baum oben drauf. Ja. Lass mich zufrieden. Ich kann nichts dafür. Ich glaube, wir müssen sowieso da. Oder wir müssen noch nicht rundherum, aber dann gehen wir dahin. Gerhard, würdest du? Danke. Er hasst nasse Schuhe, ich weiß. Plötze! Schnell. Plötze! Ja. Lass Plötze sich doch erstmal umdrehen. So, dann wollen wir mal gucken, wo wir hier eigentlich genau hin müssen. Da durch? Beweg dich. Nee, das ist. Irgendwo ist das oben drauf wahrscheinlich. Das ist nicht die Höhle. Ein Reh. Oder ein Hirsch, ein Häschen. Müssen wir wahrscheinlich irgendwie auf den Berg. Ein Tempel. So ist gut. Ne, wir müssen da rein, aber. Okay. Das ist schräg.
ist aber auch rein gar nichts. Also müssen wir doch da unten rein. Oder ist das... Hä? Jetzt zeigt er mir wieder raus. Jetzt zeigt er mir... Das ist wahrscheinlich hier irgendwo drin. In der Nähe. Ja. Oh. Bei Kriebe. Deine Augen leuchten so im Dunkeln. Ich dachte schon, die Echse kommt. Was für eine Echse? Das, das angegriffen hat. Wie groß war es? Zu groß, um sich hier reinzuquetschen. Es war riesig. Und diese Zähne. Oh. Wir sind mit knapper Not entkommen. Ob es die Kaufleute erwischt hat? Drauf angelegt hatten die Hurensöhne es ja. Jetzt kommt's drauf an, hier rauszukommen. Kannst du helfen, Hexer? Klar. Wer von euch ist Tomil? Der da drüben. Das Biest hat ihn gekriegt. Aber woher weißt du? Sein Bruder hat mich gebeten, nach euch zu suchen. Erzählt mir, was passiert ist. Ein paar Kaufleute haben uns angeheuert. Damit wir sie auf der Hauptstraße beschützen, hieß es. Aber sie hatten uns im Handumdrehen gefesselt wie Kälber. Wieso? Sie waren so freundlich, uns zu erklären, dass wir ein notwendiges Opfer für den Fortschritt und den Handel sind. So haben sie uns zurückgelassen. Als Monsterköder an den Wagen gebunden. Nicht lange darauf erschien eine riesige Echse. Ach, als du hätte Scheiße. Der Meister gepfiffen. Die Monster haben wohl inzwischen verstanden, dass die Armeevorräte diesen Weg nehmen. Ja, die Echse war gerissen. Hat uns direkt abgeschnitten und hier reinkriechen lassen. Der arme Tomil hat's nicht geschafft. No. Ich muss mich um das Monster kümmern. Lange werde ich wohl nicht suchen müssen. Wyvern bringen ihre Beute gern zum Nest. Wir warten hier. Wollen dir nicht im Weg stehen. Unser kleiner Angsthasen. Ich, Wyvern, ich Glückspilz. Hm. Du kleiner Glückspilz. Pilze? Ah, da ist er. Kabum. Okay, wir müssen also ja irgendwie... Geralt, Geralt, würdest du bitte da oben bleiben? Okay. Ich sehe auch fast gar nichts hier. Herr Jesus. Das sieht man ja seinen eigenen Piep nicht mehr. Oh, Menschenlicht. Das ist wieder mal hoch. Ah, hier ist der Tempel. Da oben. Aber er sagt, dass ich da lang muss. Hier ist eine Kiste. Doch mal glatt mit. Besessener Drachenturm. Das ist garantiert nicht gut, dass hier so viele Vorräte und sowas liegen. Okay. Warum? Worauf haben wir denn jetzt gewartet? Ich habe gedacht, wir müssen erst das Monster abschaffen. Seltsame Ortswahl. Es gibt wohl einen Grund dafür. Du bist auch Konzern. Nicht meine Wahl. Es war nicht meine Wahl. Das dachte ich mir. Hm. Aber nun sind wir hier. Ich glaube, du hast etwas für mich. Ich habe den dritten Wunsch erfüllt.
Woher soll ich wissen, dass das die Rose ist? Du könntest sie vor einer Stunde auf dem Ochsenfurter Markt gekauft haben. Sieh sie dir genau an. Ich habe sie von Iris. Sie war das Letzte, was Iris an diese Welt gebunden hat. Was? Sie ist ein Zeichen ihrer Liebe zu dir. Iris wollte nicht mehr leben. Die Rose ist ein Symbol eures Abschieds und der Bestrafung. Sie ist ein Zeichen ihrer Liebe zu dir. Ich glaube, sie hat dich geliebt. Dies ist ein Zeichen dieser Liebe. Sie hat mich geliebt? Nach allem, was passiert ist? Iris, wir haben alles ruiniert. Du hast alles ruiniert. Hätte ich nur geahnt, wie es enden würde. Was passiert hier? Das ist wie ein heißes Eisen in der Brust. Trauer. Du bist alt? Es tut mir leid, dass ich so spät bin. Klar. Schön, dass es alle geschafft haben. Und von Eberek, hast du jetzt weniger Sorgen? Ein leichteres Herz? Odem, was willst du? Was will ich wohl? Deine Seele. Nein, dem Pakt nach kannst du sie nur haben, wenn du mir 3 Wünsche erfüllt hast. Und wir zusammen auf dem Mond stehen. Nun, sieh mal einer an. Der Mond. Was? Nein, wir hatten einen Pakt. Der Mond ist da. Dort. Nicht. Hier. Du hast, was du wünschtest. Hier, auf dem Mond. Erfüllst du unseren Pakt? Bastard! Du hast betrogen. Ich betrüge nie. Oh, Scheiße. Nicht einmischen. Es ist vollbracht. Deine Seele ist. Ich glaube, wir hätten uns eingemischt, wenn wir jetzt tun, oder? Na, jetzt wird's nett und hält ihn fest. So. Wir sind fertig, ne? Endlich ist es vorbei. Wir sollten uns wiedersehen. Es ist eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen. Nimmst du jetzt das Mal weg? Sofort. So. Nun sag mir, welche Belohnung du gewählt hast. Ich will so schnell wie möglich sein wie der Wind. Ich will nie wieder hungrig sein. Ich will eine Schnapsflasche, die immer voll ist. Mach mich reich. Ich will eine Schnapsflasche, die immer voll ist. Ich will nie wieder hungrig sein. Ich will so schnell sein wie der Wind. Ich will so schnell sein, dass mich nie jemand einholt. Interessanter Wunsch. Da habe ich etwas. Nimm dies. Leg es deinem Pferd an und es läuft schnell wie der Wind. Und nun suchst du dir den nächsten armen Deppen. Das weiß ich noch nicht. Aber wenn ich je Schwierigkeiten habe, meine Schulden einzutreiben, gehe ich zu einem Hexer. Und tschüss. Und jetzt ist sie im Fallen. Expansion Pack, Heart of Stones. Das ist fertig. Herr Jesus. Die Zeichnungen sind immer so gut, ne?
Ah. Ja, das müssen wir uns leider angucken. Ich finde die Zeit nur immer geil. Oh, ich mag The Witcher echt gerne. Und ich bin tatsächlich schon gespannt auf die Serie. Die soll ja... Soll ja nächsten Monat soll nicht tatsächlich rauskommen. Also wir haben jetzt gerade Anfang Februar. Ach, die Rüstung ist so gut. Ich möchte meine alte Rüstung wieder haben. Und die soll, glaube ich, Ende März rauskommen. Wenn ich es richtig gelesen habe. Und die Musik, ne? Ich liebe die Musik. Im Moment stehe ich total auf Medieval-Musik. Man stand vorher auch schon, aber im Moment ist gerade richtig arg schlimm. Ah, herrlich. Na gut, nicht gerade, wo die da brennen. Ein toter Zwerg. Ist das ein Zwerg? Ich weiß nicht, ob das ein Zwerg ist. Ach, die Rüstung ist so gut. Ja. Können wir die vielleicht überspringen? Weil jetzt fängt das nämlich, glaube ich, alles wieder von vorne an. Überspringen. Haha. Wir haben es tatsächlich geschafft. Ein Mann zu spät. Okay, und wir müssen Plötze eindeutig was anlegen. Warte mal. Trifft dich mit häufigen Rittern aus Toussaint. Aber wir wollten ja erstmal das Monster besiegen. Wo war denn das Monsternest? Wir wollten eigentlich das Monsternest aufsuchen. Aber das erste DLC haben wir durch und das zweite, das wartet wahrscheinlich sowieso nicht lange auf uns. Das ist ja wahrscheinlich... Ja. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier suchen müssen. Vielleicht gucken wir einfach mal in die Quest. Plus 15. Oh. Sehen wir aber schick aus. 29, minus 2, minus 2, plus 6. Oh, schicke neue Schuhe, Geralt. Schicke neue Schuhe. Oh, plus 32. Nice. Gucken wir einmal kurz durch, ob wir da irgendetwas... Minus 200... Achso, das ist ein Holzschwert, ne? Ich wollte gerade sagen, okay... Königliche Maske. Okay. Gut. So, für die Rüstung. Quenzeichen. Hirtenzeichen. Axi-Zeichen. Ja. Nehmen wir eindeutig dafür. Und was haben wir hier? Quenzeichen. Igni. Nehmen wir auch noch mit dazu. So. Dann könnten wir eigentlich nochmal den hier mit da reinmachen. In die Schuhe. Diese hätten wir das nämlich auch schon mal. Was ist das hier? Rüstungsdurchbohrung. Rüstungsdurchbohrung. Chance auf Betäuben. Chance auf Vergiften. Chance auf Vergiften finde ich gut. Und Chance auf Verbrennen. Auch nice. Nehmen wir. Also, wir wollten eigentlich nachgucken. Ja, ich erinnere mich. Sorry. Quest. Und danach kommen wir zu Blood and Wine. Das wird natürlich wildes Herz zum Wählen. Wo sind wir denn gerade eigentlich? Sind wir noch in Novigrad? Freiwilliger? Schau dich um Umgebung um. Zeichne Land nach Oxford. Spiele gegen Bit hohe Einsätze. Fliegende Fäuste. Rose auf einem guten Feld. Okay. Praktikum im fortgeschrittener Alchemie. Skellige. Ah, Hexeraufträge, das ist das wahrscheinlich das, was wir für Mr. Bruder, das ist doch. Sprich mit Bruno, Gerrit hat genug andere Sorgen, doch auch seinen Beruf hatte er nicht vergessen. Bisschen Ehrendorf, Kreischlinge, Monster im Wald,
Hanna aus den Wäldern. Schnauze-Handy. Die lustige Wippe. Oh Gott, wir haben so viele Aufträge, ne? Wir können uns totschmeißen mit Aufträgen. Und wir haben ja noch nicht mal alles erkundet. Und wir haben schon wieder haufenweise Zeug mit. Und wir sind echt gut dran. Okay, vielleicht lassen wir das auch erstmal bleiben und suchen dann erstmal eben nach, wo wir hier eigentlich genau hin müssen. Siedlung des Steinschneiders. Haben wir hier irgendwo einen Wegpunkt? Da haben wir einen Wegpunkt. Und dann müssen wir auch noch zusehen, dass wir... Ah, warte, das könnten wir eigentlich noch mal eben kurz machen. Plötze. Scheuklappen. Was ist das hier? Was haben wir denn da gekriegt? Muss mal kurz nachgucken. Und das hier muss ich auch unbedingt. Das hast du aus so seltenen Leder gefertigt. 100% Ausdauer. 75% Ausdauer. Und wir haben im Moment 20 Ausdauer. 100% Ausdauer. Die anderen könnten wir eigentlich auch mal gut verkaufen. Das ist eine satte Tasche, 70% und 70. Okay, dann könnten wir auch mal verkaufen. Ausdauer 75, Ausdauer. Das sind Scheuklappen, die können wir dann nämlich auch mit reinmachen. Den können wir auch mit verkaufen. Dann müssen wir eigentlich nur zusehen. Gewöhnlicher Gegenstand. Oha, wir haben so viele Schlüssel. Und wir haben so viele Bücher, Gemälde. Aber wir hatten ja irgendwas, das wir dem Pferd anhängen sollen. Was haben wir denn da gekriegt? Muschel. Super, Hauptsache wir haben eine Muschel mit dabei. Öle, Bomben. Hier wird das ja wahrscheinlich auch nicht mit dabei sein. Oder vielleicht bin ich nur gerade blind, dass ich das einfach nur nicht sehen kann. Der Verstand ist völlig ausgebildet. Außerdem verwirrt der Sattel den Verstand eines zufälligen ausgebildeten Gegners. Ich glaube, wir haben den Sattel gekriegt, oder? Glaube ich. Okay. Da. Nein, Kerit! Oh. Was machst du denn? Junge. Komm mal wieder klar in deine Welt und spring nicht gleich im Tod, Junge. Oh, Gottes Namen. Gut. Dann kümmern wir uns da mal kurz um, dass wir hier mal eben rauskommen. Oh, da konnte man gerade in die Map reingucken. Sehr schön. Hi! Hi! Na? Hi, Zuckerpupsi! Hey, Zuckerpupsi! Zuckerpupsi habe ich doch gesagt. Ich habe auch Zuckerpupsi gesagt. Mit Ui. Zuckerpupsi! Nee, nicht so schreien, bitte. Mama, darf ich eine Banane? Nee, darfst du jetzt nicht. Warum? Weil wir gleich Abendbrot essen, mein Schatz. Oh, ja. Ja, Jungs, ihr müsst da noch ein bisschen länger sitzen bleiben. Ich habe gerade keine Lust auf den Auftrag. Licht. Es werde Licht und es geschah und es war gut. So. Emmy, hör auf, bitte. Oh. Alter, Plötze! Plötze, was ist denn mit deinen Augen passiert? Herr Jesus. Alles klar, ihr Lieben. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. In dem wir unser untotes Pferd anscheinend irgendwo hinpacken. Das arme Pferd. Ja. Tschüss.